Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grill Barbecue. Wir machen heute was Cooles, wir machen heute kaukasische Beef Ribs. Und wie man die macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. So, Zutaten dazu. Da habe ich hier vorne als allererstes passierte Tomaten, halben Liter. Dann habe ich hier so 1,5–2 Kilo Zwiebeln, schön klein geschnitten. Hier vorne stehen 3 Liter Brühe, da vorne 1 Liter Reis. Hier habe ich 4 so Spitzpaprikas, eine Knoblauchzehe. So, jetzt sehen wir mal die Spitzpaprika. 5. Habe ich 4 gesagt? Ist früh am Morgen. Ne? Ist früh am Morgen und ich habe Personal, was sich darum kümmert. Hier einmal Gulasch, die Wurstmischung, jetzt sind gerade noch so 2 Esslöffel drin. Eine kleine geschnittene Chili und als Hauptdarsteller haben wir wunderschöne Beef Ribs. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Geht euch das mal hier an. Was für wunderschöne Beef Ribs, die Red & White Ware. Die haben wir gerade, glaube ich, bei Beef Bandits noch nicht drin oder doch schon. Also das ist die Musterbestellung, aber ich habe gerade schon mal vorher ordert. Das dauert noch ein bisschen da sind. Vielleicht sind sie jetzt schon drin im Shop oder auch nicht. Wenn sie da sind, nutzt den Code Klaus10, um sie günstiger zu kriegen. Ansonsten nehmt ihr die Short Ribs, aber die Dinger sind natürlich ein Knüller. Aber geht euch das mal an hier. Was da für eine Marmorierung ist und wir schneiden sie auseinander. Und dann, das mache ich mal von hinten und kicke mir das so an. Da. Ihn hier mal durch und siehst du, dass die Marmorierung in der Mitte ganz genauso. Und das machen wir jetzt, dass wir alle Rippchen eh mal so auf, naja, Finger kann man bei denen nicht sagen, sondern eher so Oberschenkel, Unterarm, je nachdem wer hier steht. Von mir wird kein Oberschenkel. Bei mir werden alle Rippchen zusammen kein Oberschenkel. Weil die so muskulös sind. Ja. Gehen wir in den nächsten Anschnitt. Guck dir an, wa? Also man könnte meinen, dass es sich um Wagyu handelt. Handelt es sich nicht? Handelt es sich nicht. Ja, aber wir kaufen einfach gerne Ware in. Liebig. Oh, guck mal, Öltemperatur in Richtung. Huhu, viel zu heiß. Macht durch, kommt kaltes Fleisch drin, dann kühlt es gleich wieder ab. Wir machen das ja heute im Kasan. Hier ist richtig schon ultra heiß aufgehitztes Öl drin. Also kann Richtung 200 ruhig haben. Und dann packen wir unser Fleisch dazu. Und frittieren das so zu 2, 3, 4 Stück immer so immer richtig an. Oh, liebe ich. Also ebenso sehr wie Lautstärke ist der Ruch hier. Das riecht hervorragend. Diese schön frittierte Rippchen kriegt man hier rein in den Topf. Wenn man diese durchschwenkt und diese hochholt, was da für Blubbern und Brutzeln dran ist, genauso muss das aussehen. Geil. So, 2–3 Minuten reichen da vollkommen aus. Und die nehmen wir jetzt gleich raus. Und den Rest frittieren wir jetzt schön eins nach dem anderen durch. So, wenn das Fleisch fertig ist, dann nimmst du dir deine Paprikas, stichst die alle immer an, dass sie nicht im Ernstfall dir um die Ohren fliegen. Das wäre doof. So, und versenkst sie auch einmal so für 2–3 Minuten in dem heißen Fett. Dann hast du die nämlich schön anfrittiert. Dann sind die schon schön vorgejagt für nachher. Die machen natürlich lange nicht so viel Spektakel wie so ein Stück Fleisch. Ne? Und wenn die so ein bisschen heller geworden sind, dann kannst du die rausnehmen. Dann haben die nämlich eine schöne Süße entwickelt für nachher. Und bei Paprika, wenn du die immer richtig heiß machst, dann. Und dann würden wir jetzt bei dem zukünftigen Kochen, was wir nachher haben, nicht erreichen. Und so sind sie schon immer schön vorgegart. Und was wir jetzt machen, ist eher mit der Kelle ordentlich Öl abschöpfen, dass wir vielleicht noch so eine kleine Neige drin haben und dann machen wir weiter. So, das ist praktisch das Restöl, was wir hier drin haben. Den Rest haben wir aufgefangen, damit können wir normal frittieren. Und da kommen wir jetzt erstmal ordentlich unsere Zwiebeln zu. Die werden jetzt erstmal richtig ordentlich angebraten hier drin. Und die Chilis können auch gleich mit dazu. Das ist ja bloß eine, dass die schon mal ein bisschen Kraft abgibt. Guck mal, jetzt bildet sich unser kleiner Schlons drin, siehst du das? Das ist die Zwiebelwasser, was jetzt austritt. Und jetzt ist der richtige Moment, die 2 Esslöffel von dem Paprika-Gewürz rüber zu machen und auch nochmal eine kurze Minute hier nochmal große Energie drin zu geben. Gulasch-Gewürzmischung, oder? Was habe ich gesagt? Paprika. Ja, Gulasch-Gewürzmischung. Ist nicht mehr ein Tag heute. Okay. Konzentrieren wir uns jetzt langsam? Ein bisschen mehr? Vielleicht liegt sie auch an dir. Das wird jetzt noch zu sein. Das schneidet eh raus. Warum? Herrlich, dann löschen wir den hier mit der Brühe ab. Da kommen unsere passierten Tomaten noch dazu. Gehen mal schön durchrühren. Jetzt kommen unsere Rippchen wieder dazu. So, die müssen nicht alle unter Wasser liegen, da können noch welche drüber sein. Die unten sind, die kochen schön drin, die oben, die dämpfen ein bisschen mehr.
Können wir ja zwischendurch mal durchwechseln, wenn wir wollen. Aber liebig. Mal filmen, hätten die ja nicht sehen dürfen, wa? Und jetzt schließen wir hier den Deckel für 2 Stunden und lassen die 2 Stunden hier bei geringer Hitze schön vor sich hin blubbern und brutzeln, also nicht so viel, dass sie anbrennen. Aber ein bisschen blubbern muss drin sein und zwischendurch immer mal nachgucken. Schaut mal, wie schön die nach 2 Stunden aussehen und oh, die nehmen wir jetzt raus. Eine fehlt schon. Lars, hast du dazu eine Geschichte zu erzählen? Nein. Okay. Ich erzähle sie auch nicht. So, haben wir einen schönen Ansatz für unser Reis. Da kommt jetzt erstmal der Paprika drin. Er ist richtig schön süß geworden. Und ich habe einen Kleinen geschnitten. Darauf verteilen wir jetzt hier immer schön am Rand unseren Reis. Und dann so nach innen so einen kleinen Kreis. Und dann wieder nach außen. So. Ungefähr so. Und dann immer ein bisschen umrühren hier. So, herrlich. Setzen in der Mitte immer ein bisschen Knoblauch, versenken wir da drin. Und setzen jetzt hier unsere großen Fleischstücken oben ringsherum auf. Boah, genau so muss das aussehen, liebig. Am besten nur am Rand, da können wir nämlich noch mal ein bisschen aufstökern zwischendurch. Und hier guck mal, eins hat sich schon von der Rippe verabschiedet. Das ist kein Fehler, sondern Feature. Jetzt nutzen wir bloß noch die Resthitze, die unten drin ist, und schließen so für 30, 35 Minuten hier einfach den Deckel. 2 Stündchen sind oben und jetzt reiße ich den fast runter, Tatar, so sieht das aus. Muss ich stehen, ich habe noch immer so ein bisschen aufgerührt, dass der Reis ein bisschen höher kommt. Aber ich sage, wir nehmen uns was raus und werden jetzt kosten. Ah, was soll ich sagen? Jo. Erstmal, wir fangen an mit dem Reis. Wir wollen den Spannungsbogen hochhalten. Also rin in die hohle Birne. Herrlich. Hat schön den Fleischgeschmack abgegeben, die Brühe. Oh. Ein bisschen Tomate dran, wisst ihr, dass das so ein bisschen so ist, dass es nicht so blass ist. Ist ja ganz gut. Mehr Tomate dran wäre dann schon zu tomatensoßig, aber so ist. Schön. Jetzt gucken wir uns mal hier die Rippchen an. Oh. Ein Stück mal raus. Also hier, der Fehler hat auch schön auf, siehst du. Hat noch ein bisschen Stand, genauso muss es. Sonst wird komplett weggekocht. Dann brauchen wir eine dazu. Müssen nur noch pusten. Und so lecker, dass direkt der Kompressor anspringt. In meiner Hosentasche geht gerade das Handy los, irgendjemand will mich anrufen. Und das sind Situationen, die ich am Ende eines Videos beim Kosten immer brauchen kann, ihr wahrscheinlich auch nicht. Das ist aus, sehr schön, wir können weitermachen. Also, ein sehr schönes, leckeres Fleisch. Und, oh, Hilfe, heißes Gericht. Wenn ihr das in so einem Kasan nicht machen könnt, ist das kein Problem. Dann nehmt ihr einfach einen Dutch-Ofen, frittiert erst an und macht das dann einfach am Dutch-Ofen weiter. Und eine ordentliche Menge Kohlen, oben bis mal drauf. Oder bei 200 bis 220 Grad im Grill und die Zeiten sind ganz genauso. Also, den kriegt ihr hin, aber in so einem Kasan finde ich, sagt, was ihr wollt. Ich finde es geil. Ihr könnt ja mal unten runter kommentieren, entweder Hashtag Dutchofen oder Hashtag Kasan, was euch im Video besser gefällt. Und Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, Fans Grill Barbecue. Macht's gut. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.